Hier. Vielen Dank. Hat sich mal erbarmt. So, warte mal. Funktioniert jetzt endlich dieses scheiß Amulett? Es gibt unten Fliegen. Ich will eine Stufe 5. Du hast das jetzt freigeschalten? Wir haben das noch nicht. Also, ich hab das noch nicht. Ja, ich auch nicht so schön. Ich bin aber dadurch jetzt auch Teil Elite. Jetzt hat's funktioniert. Ja, was bedeutet das? Bla bla bla. Keine Ahnung. Wir müssen teilweise Zeromorphose. Du befindest dich in der Frühphase der Verwandlung und kannst auf abartige Kräfte zugreifen, während sich dein Elitenpotenzial entwickelt. Wo ist der Boy? Ich will das auch. Hey, Tentakel Lord. Kannst du es dir holen? There is nothing further I can do for you right now. Consider using my gift. Ja, ich möchte dein Geld. Ja, aber er hat ja gesagt, wir sollen uns das überlegen. Vielleicht geht das später, wenn wir da im Lager sind. Hab ich es nicht, ich hab's jetzt auch nicht. I should speak up. Consider you. Weiß doch, probieren auf der anzuladen. Meinst du, dürfen wir jetzt endlich rasten? Ja, ich weiß. Was haben denn diese Typen dabei? Ja, da war er. Haben wir Leute getötet. Der Träger bewirkt mit waffenlosen zusätzlichen Schaden in Höhe seines Weisheitsmodifikators. Na, ist was Lustiges dabei? Eine Schriftrolle, Kugel der Unverwundbarkeit. Ja, wie gesagt, ich muss mal jetzt Schriftrollen sammeln. Ich hab noch einen Beutel. Ich pack da jetzt erstmal alle Schriftrollen rein, die ich denn leeren will. Wie gesagt, ich wollte ja ein paar von meinen abgeben. So ein paar der Gesprächsoptions-Schriftrollen werden bei dir vielleicht besser aufgehoben. Oh, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wenn ich Magier lerne, brauche ich eventuell auch ein paar der dickeren Zaubersprüche, dass ich die dann lernen kann. Okay, also scheinbar war das nur ein Bug beim letzten Mal, dass dieser Dingsbums nicht funktioniert hat, der Anhänger, den ich habe mit den Wiederherstellen von... Das ist tatsächlich nichts drunter, was mich auch nur annähernd reizen würde. Das ist halt... Richtiger Krebs, also hätte ich tatsächlich eigentlich gar nicht machen müssen. Was hat das jetzt für Nachteile, dass du jetzt hier verwandter Bonobo von denen bist? Keine Ahnung, ist ein neues Passivmerkmal. Dass ich mich in der Frühphase der Verwandlung jetzt befinde. Wahrscheinlich hasst mich jetzt jeder, mit dem ich rede, der was gegen die hat. Ja gut, ich rede ja meistens mit den Menschen. Oh, wir haben 4 Stück und ist nichts dabei, wo ich sage, oh cool. Ich meine, Expertise in Überzeugen, Täuschen und Einschüchtern. Wow. Bringt mir nix. Naja, das Einzige, was bringen würde, wäre... Ist das passiv? Ja, ist ein passives Merkmal. Ja, ist Expertise. Sonst nehm das doch halt mit, zwecks, falls du halt doch mal in Gespräche kommst, was ja doch öfter mal passiert. Wir haben ja gerade höchstens noch Stück. Den Bezaubern mitholen und der ist tatsächlich als einziger halbwegs okay. Psionic Dominance, wenn ein Gegner im Abstand einen Zauber auf dich zielt, dessen Grad höchstens deinem Übungsbonus entspricht, kannst du deine Reaktion nutzen, um den Zauber unwirksam zu machen. Ah, oh, ein Counter-Spell, so gesehen. Ja. Na komm, lass mal Portal, Mann. Ganz so, wir kriegen bestimmt auch noch die Möglichkeit. Oder auch nicht. Ich find's gar nicht so schlimm bisher. Vielleicht dürfen wir jetzt endlich mal schlafen. Ja, scheinbar. Hä? Ah, da, mein Feuerelementar macht schon wieder Urlaub. Jetzt können wir hier auch noch die Leichen einsammeln. Ich weiß, wer sich richtig drüber freuen wird. Hey, Lizelle. Hi. Oh ja. Warte mal, will gerade jemand? Will, ja. Es ist keiner da. Ah ja, stimmt. Alle abgehauen. Ist aber klar, ne? Kaum wird das Lager angegriffen, ist wieder keiner da. Ja. Ja, muss ich mal sehen. Dann sammle ich jetzt ein paar Schriftrollen und dann kann ich sonst mal... Irgendwann mal umskillen.
Weil dann habe ich einen Nahkampfangriff mehr. Das war mir klar. Hallo Lassel. Bisschen komm, labern. Ich rede mal mit dir. Ja, komm, red mal mit ihr. Du bist hier der Lustige von uns. Fuck, bei mir hast du dich nicht bewegt. Her heart races as she learns of the events inside the astral prism. Orpheus, Gith's only son. He lived. It is not the Geith visitor that Vlakith would destroy and Voss would set free. It is Orpheus, the blood of the mother, the prince of the comet. Meine Fresse ist hässlicher geworden. Die Augen sind unterlaufener. And even more powerful still. It said he could bring 1,000 Githyanki to their knees with one command. Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Lakith. Long ago, when we rose up against our Geith slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the Archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlakith our ruler. The first Vlakith of many. It is Vlakith 157 whom my people now call Queen. Okay. Orpheus was, is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup against Vlakith I. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle, or so the Varshis teach us. Yet the Prince of the Comet's been with us, subdued by that repugnant illithid. Should Orpheus go free, he would tear Vlakith's empire to pieces and build new glory from the scraps. Seed and the sower. Every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's lies, and the living weapon that conquered our Geith slavers. One word from his lips, and the people would doubt. Two words, and they would rage. Three words, and they would bow to the true heir. If the Githyanki are to be free, the Prince of the Comet must lead the way. Willkommen in die Gruppe. It also promises to break us beyond repair. This ossified parasite does not make us more, but less. Do you not feel the cold where once there was heat? The void where your soul once resided? Gut, dass du in beiden so gut bist. Auf Überzeugen kriege ich sogar einen Nachteil, weil ich, Teil-Illithid bin. Wild. Ich will ja nicht. I know. And I won't. Gänzlich gegen jegliche Überentscheidung von ihr. So, warte mal. Will will nix. Bla bla bla. Herz will nix. 2-0 Journal. Ah, Karlach will was. Oh. Wahrscheinlich wieder jemanden verprügeln. Ey, Mutti. Jetzt sag nicht, du hast was gegen mich, nur weil ich mal kurz mir was hab ins Hirn einsetzen lassen. Oh, jetzt lassen. Geht das wieder los. Und wieder nicht zum Stich kommen. Gods. A mind flayer's been getting their tentacles all over our dreams this whole time. I'm really not sure about putting any trust at all in this thing. It's already shown itself a liar. I've got my eyes on the Emperor. And Karlach doesn't blink. Okay. That's okay. So, ich glaube aber, ich lasse die Laterne mal im Lager. Weil sonst geht mir hier die ganze Zeit weiterhin die komische, das Fieber da drin gefangen ist auf den Sack. Volle Verwirrung, selbst die Verwirrung ist verwirrt. Okay. Thank the gods.
Mal nope. Gucken, was hatten Kampfso da für Schriftrollen alles? Ich hab schon ein paar an euch verteilt. Hast du? Ah, Voodoo ist übrigens auch ein Baldur's Gate. Ah, okay. Er hat eine Notiz hinterlassen, dass ihm was dazwischen gekommen ist, was höchste Wichtigkeit erfordert, dass man allerdings nicht auf einem Pergament unterbringen sollte. Trefft mich in Baldur's Gate. Ja, so ein paar Sachen hast du, die ich denke, du tödlichst Phantom und so. Ich glaube, die lerne ich höchstens durch. Ey, Schattenherz, wie stehst du eigentlich zu der ganzen Sache? Oh, Junge. Soll ich mit dir reden? So, there's been a mind flayer inside the artifact or astral prism the whole time we've had it. Sounds like utter madness. Even though I've seen it with my own eyes. The more I learn, the less I understand just why I was sent to retrieve that thing. But it matters little now. Lady Shah has given me a new mission. And the prism plays no part in it. In fact, it seems like the Mother Superior's concern alone, and she has strayed from the Dark Lady. She will be in for a rude awakening when I finally stand before her again. But I digress. Did you want something? Darauf freue ich mich im Übrigen, wenn wir da den Tempel einmal durchsäubern. I haven't even dared to use the more benign forms of illicit powers. Do you really think I'm eager to jump to the next step? Do you know what this entails? Well, of course you do. But I don't want that for myself. Na, es war, glaube ich, nicht so die gute Idee, das Ding zu nehmen. Well happened. Ja, now gut, I aber die sind ja nur böse auf dich. Ja, ja. Well happened. Now I have it. Wenn ich werde ich in irgendeinem Fight einfach so umgedreht, halt, weil sie mich doch kontrollieren können, dadurch einfacher. Ich wollte noch meinen Mantel färben. Fällt mir gerade ein. What's inside? So, warte mal, irgendwo hatte ich nämlich noch Schwarz-Weiß-Färbemittel oder so ein Schwachsinn. Da. Ich glaube, damit färbe ich auch einmal meine Hauptklamotte. Wo ist es denn jetzt? Alter, dieses Inventar ist echt zu voll. Oh. Hä? Will noch einer eine Larve haben? Ich habe eine im Inventar. I want. Ach so, eine dicke. Buffalo. Bitteschön. Ich hab gerade danach gesucht, wie man da nochmal an die rankommt, aber ich habe nichts gefunden. Also ich hatte noch gerade hier, ich hab gerade durch. Jetzt, hä, was ist das für ein Vieh? Ach, astral berührte Larve. Okay. Nom 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 nom. Oh, sehe ich ein bisschen anders aus. Yes, essen. Am nächsten Durchgang läuft da definitiv einiges anders. Einiges. Dann wird der Imperator nämlich einfach abgeschlachtet. Aber warum? Nicht? Ist geil, jedes Mal, wenn wir spielen, ist irgendwas broken. Jetzt sind einfach drei der neuen Songs, die man spielen kann. Nee, stimmt das überhaupt?
3 sind weg, bilde ich mir ein. Oder 2, ich bin mir gar nicht sicher. Heul? Achso. So, let's see. What can we get? Nice. Okay. Ich meine, es sind schon ein paar gute Sachen dabei, nur halt eben für mich jetzt nicht so. Oh boy. Beides Wirken ist halt eben nice. Ja, das habe ich mir auch gerade angeguckt. Was macht denn das? Du hast denn da... Zauberplätze, Ladung und ähnliche Ressourcenkosten für deine nächste Aktion oder deinen nächsten Zauber sind aufgehoben. Oh. Wird nach einer kurzen oder langen Rast wieder aufgefüllt. Das ist wirklich gut. Gedankenheiligtum ist auch ziemlich cool. Im Augrim wird theoretisch die Täuschungsbestie geil. Du verwandelst dich in eine Täuschungsbestie, die sich selbst und Gegner verlagern kann, 85 Trefferpunkte hat. Oh. Du übernimmst die Attribute der Bestie außer in Weisheit und Charisma. Und wenn die Trefferpunkte auf 0 sind, bist du wieder in deiner normalen Gestalt, kannst du einmal pro Long Rest einsetzen. Oh ja, das... ist nett. Ist tatsächlich relativ strong, nur ich meine, warum sollte ich auf 85 Lebenspunkte runter? Wäre für dich nicht Gedankenheiligtum auch ziemlich cool? Gedankenheiligtum? Drei Züge lang kannst du Aktionen und Bonusaktionen beliebig austauschen. Also für mich hört sich das so an, als ob du als Bonus-Action auch Hauptaktionen wie Angriffe ausführen könntest. Ja, aber ich kann als Bonus-Action schon Angriff ausführen. Ja, aber kriegst du auf deinen Bonus-Action-Angriff auch den Multi-Attack? Ulti? Kriegst du nicht einen Extra-Attack? Ich hab eine Standard-Aktion, die ich extra habe. Ich schlag zweimal als Aktion zu und einmal als Bonus-Aktion. Deswegen komme ich auf 3 Hits pro Turn. Ah. Deswegen, also das zu tauschen, würde, wenn ich jetzt Waffenfähigkeiten oder... keine Ahnung, du willst Zauber, dass du doppelt-dual casten kannst oder so. So Zeug lohnt sich da richtig gut für mich. Ich wusste jetzt nicht, wie ihr das Spiel es handhabt. Normalerweise ist so ein Multi-Attack ja eine Angriffsaktion, nur du greifst halt zweimal in dieser einen Aktion an. Ja, bei mir in dem Fall ist es, ich habe 2 Aktionen. Also ein Angriff und dann kann ich noch eine Angriffskampffähigkeitsaktion nutzen. Ja. Okay, ja, dann bringt das nichts, wenn das so gehandhabt wird. Nee, ich habe mir, wie gesagt, jetzt den kostenlosen Counterspell als als Barbar geholt und gut ist. Aber ansonsten eher ernüchternd, das Repertoire, bis auf das Glück der fernen Lande für einen Safe Crit, aber. Maugrim, speicher mal kurz. Weil je nachdem, ob sich diese Ding so verhält, wie ich denke, dass es sich verhält, ist er entweder cool oder nutzlos. Okay. So. Wie aktiviere ich das jetzt? Ihr stresst Kratzer. Ja. Es ist so... Ich bin im Übrigen fiebrig. Du gefressen. Einen schlechten Apfel. Ja. Da stand irgendwas stimmt mit dem Apfel, nämlich. Ich dachte halt, okay, vielleicht irgendwie ein cooles Gift. Oh, das kann ich im AOE wirken. Genau. Das heißt, als Bonusaktion könnten. Ah.
glaube, das ist außerhalb des Kampfes blöd zu zisten. Ja, wir hätten einfach Turn-Based könnten anmachen. Dann hätten wir es wenigstens in Ruhe lesen können. Ja, ich hab's gelesen, aber irgendwie habe ich nicht verstanden, wie er jetzt funktionieren soll. Hä? Warte mal. Habe ich die einfach dazu bekommen? Was? Cupfly dazu bekommen. Ja, egal. Ja? Lass ich das einfach mal so schicken. Soll ich neu laden oder willst du lassen? Ich probier's einfach mal aus. What the fuck? Was denn? Ist eigentlich so als ob. Oh, das ist praktisch. Ich hab dauerhaft Fly. Es ist noch nicht mehr für Shortrest oder irgendwas, kann ich immer nutzen als Bewegungsrate. Nice. Hä? Ich hab das gar nicht geskillt. Ja, keine Ahnung. Gut, Lager verlassen, it is, wa? Ich hab drauf gedrückt. Wir werden alle mitgenommen. Ja, ist ja Levelübergang, wa? Ist toll, was so im Übergang von Schwarze Lande nach Baldur's Gate so alles passiert ist. Ja, also kurz nebenbei. Huch. Ab in die Stadt. Hui. We must find where Gortash and Orin have established themselves and take their netherstones. Das klingt so, als würden wir... Okay, ich bin wieder fiebrig. Alter Schwede. Oh, da unten gibt's vielleicht einen Händler. Wo ist eigentlich Kamsor? Lädt er noch? Hier. Ja, du warst in Schnee, deshalb war dein Makler auch auf der... Mein Makler? Makler. Händler! Erstmal ist da ein Rucksack. Kann man sich einpacken, wenn jemand nur Lagerfläche braucht? Ich hab so viel in meiner Lagertruhe. Oh Gott, wenn wir den ersten Händler. Ich hab so viele Ritterrüstungen. Du nimmst doch alles mit, oder? Ja, Loot ist Loot. So wird von Kindern angelabert. Immer den Baden vorlaufen lassen. Excuse me. Get lost. I can't find my mom. She was sick. She had spots on her face and hands. She went to go get some herbs, and she was supposed to come back the same day. Ja, that jetzt? Was the last 10 day, though. Mach die Krankenkasse. Der kleine Ire will dich doch ausrauben. 100 pro. Aber wir haben genug Geld, also problematisch wäre es nicht. Oh, thank you so much. I don't have anything, and you can't do anything without any coin. I'll pay you back. Willst du eine Ritterrüstung haben? Einfach jedem eine Ritterrüstung andrehen, ja, ist es soweit. Brenn vor. Du kriegst eine Rüstung. Ja, ich hab schon von Leuten gehört, die genervt waren von Baldur's Gate, weil einfach zu viel anzulabern war. Oh Gott, ich bin auch schon überfordert. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ah! Okay, pass auf. Ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, einen Händler zu suchen. Am besten, das ist ein guter Plan. Am besten Plural. Hey! Was habt ihr getan? Och, geht wieder los. The place was empty. Keep those thugs away from my family. Denuvia! Get these spotters out of my house now! Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. Beruhigt euch erstmal. Wissen die eigentlich jetzt von der Armee oder ist das so, keiner weiß davon? Ist mir aufgefallen. Einfach mal Panik machen. Los, wir machen Panik. Okay. This is my home. I may pride myself on my philanthropy, but I draw the line at being a halfway house. Zenobia and I are just navigating a slight contractual disagreement. Not that it's any of your concern. Oh. Agreement?
Why should I negotiate with the vermin who've stolen my house? I got nothing to say to them. Pass auf, nachher gibt's in dem Spiel noch Klimakleber. Oh boy. Ach, man kann scrollen. Oh, ah. Ja, Kämpferoption. Die ist gemein. Viel Glück. Gib dir ein D10. Nee, da reicht ein D10 nicht. Das hätte selbst mit voll nicht gereicht. Du kriegst... Meinetwegen? Wir haben 4, wir kriegen bestimmt neue. Ja, oder sie wird halt eben in EP umgewandelt, aber eigentlich... Na, vielleicht für was Wichtiges, nicht für sowas. Ja, tu ich. Why are you just standing there? Yes! Do what I'm paying you for! You paid us to protect you and your high-quality merchandise on the road. And we've since arrived at our destination. As I said, anything else is extra. Yeah. This is the last time I hire someone from the guild. Damit nichts zu tun. Fine. Here's the extra. Finish the job. Was, wo und wann? Ah, hier. Oh nein, Klingklong greift auch mit an. Klingklong. Und Grobi Grübchen. Und Ausbüchs. Die haben coole Namen. Alter, wir sind was, 3 Minuten in der Stadt? Es kommt davon, wenn man den Barbaren reden lässt. Das war nicht meine Wahl. Ihr sollt vielleicht den anmachen, man muss es ja nicht umbringen. Ja, willst du es nicht tödlich, Mann? Ich glaube, ehrlich gesagt, das kommt mit der Wache besser, wenn hier doch einer mal hinterfragt, was wir hier eigentlich tun. Da hinten ist im Übrigen die Faust Patrick. Aber die hat Angst. Das Fragen gehen. Finden wir Maugrim den Magier? War der Magier oder war der Hexenmeister? Er hat gecastet. Das ist für mich irgendwie alles gleich. Er hieß Carsten, alles klar. Jetzt kommt Klingklong aufs Mal. Klingklong, du und ich. Ausbüchs! Ja, ich hab doch gerade vor. Wow! Ach, Dornwuchs. Nee, muss auch noch auswählen. Jetzt haben wir mittlerweile 2 damit. Dornen. Was soll denn die Kacke? Aber schön, dass ihr euch auf den Haufen stellt, damit kann ich gut arbeiten. Was ist denn das für ein schwieriges Bewegungsrate ist halbiert, ist ein Witz. Ich kann mich einfach gar nicht bewegen. Ja. Damit darf ich ganz 5,5 Meter laufen. Feuer frei. Ach, warte mal, wir können ja noch hier. Grobi Grübchen. Nö. Fühl ich nicht. Ach, das ist ein Bardo. Klingklong. Was hat denn der für ein Instrument? Seh's nicht. Ich hab eine Flöte nur. Hallo? Wie kein Opportunist. Du hast deine Reaktion schon gemacht. Ah, scheiße, ja, das zählt ja auch als Reaction. Nein! Hör auf damit. Hau mich nicht. Aua. Ist weit gekommen. Ich hab Schaden genommen. Ah, der Wer von den beiden hinter der da.
Nicht abbrechen. Wichser, du hast Konzentration gehalten. Was halte ich denn jetzt davon? Hat nur nochmal zweimal gehalten. Schnee, wenn ich bitten darf. Meinst du, es kommt gut? Yes! Wenn der Halbrock war, war durch die Stadt. My little friend! Der Moment, wenn der Halborg dich am Fenster besucht, weil du im 8. Stock wohnst. Ne. War ein Versuch wert. Noch mehr Dornen? Auf 3 Ziele? Ah. Der auf dem Boden zählt mit. Ich dachte ehrlich gesagt, der wirkt auf uns. Ich mach doch keinen Schaden, ich bin doch nicht Schnee. Ja, du machst anderen Schaden. Das ist richtig. Psychischen, wenn ich wieder irgendwelche komischen Badensprüche in. Hör auf! Aua. Okay. Naja, hast du irgendwas, das er Gegendamage kriegt? Ich glaube nicht. Ach doch! Mein Umhang. 1-4 Säureschaden. Er ist bewusstlos. Hat er jetzt davon. Alter, der Zauber hat sich angehört, als hättest du flankbar gesagt. Ich meine, jetzt ist er flankbar. Jetzt komme ich an ihn ran. Ich dachte, du machst Hau den Lukas, weil er Robi Grübchen versteckt sich auch einfach hinter der Kiste. Einfach mit der Kiste auf ihn einschlagen. Das macht halt eben nicht so viel Damage wie. Wenn das Ding von oben runter kracht. Oh Gott. Doch, ich tu mit ihm. Ich geh weg vom Haus. Wer ist er denn? Dafür. Da, Leute, einfach wieder sehen. Alright. You won. What more do you want from me? Schmerzensgeld. Du hast die wesentlich besseren Würfe da drauf. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Not a home for beefs. Aber eine 1, ey. Okay. Haben wir uns auf jeden Fall schon mal Freunde in der Stadt gemacht? Jetzt will ich nochmal. Ich glaub, da bringt nichts. Doch. Nee. I'm sure the guild will be in touch with any concerns. Ey, wir haben keinen getötet. Ah ja, okay. Ohne Vorteil. Was soll's? Easy. Es ist doch einfach. Ja gut, aber er kam so einfach einschüchterner als ich, also da kann man nachvollziehen. Definitiv. Guck dir mal die Rüstung an, ey. Well, with Zenovia and the others gone, I don't suppose you'll take no for an answer. All right, they can stay. Are you happy now? Ja. Yes. Now I have to figure out what I'm going to do. Kneipe. Ich wollte gerade sagen, ich muss ja noch Leute in der Kneipe treffen, aber die haben ja alle nicht überlebt. After what you've put me through, I need a drink. Ja, ich auch.
Das kann ich verstehen, aber eigentlich wollten wir... Oh, siehst du? Ich sag doch, benutzt die scheiß Inspiration. Okay. So, irgendwie sieht das da hinten nach Handelsaußenposten aus. So, ich bin mir nicht sicher. Gibt's hier kein Kreuz? Das sieht gut aus, ja. Also, geh doch mal nach da hinten vor. Okay. Geh nicht mehr vor. Jetzt kommt irgendwie... damit, dass vier bewusstlose Typen hier rumliegen. Jetzt kommt irgendwie so ein Gespräch, wo... Warte mal, nehmen wir noch den hier. Ja, mit der Faust noch. Wo ich genau... Sich bestimmt, uns zu sehen. Wo du um die Ecke gehst und gleich aufs Maul bekommst oder so. Was ist hier los? Please just go home. You're ruining a perfectly uneventful posting with this nonsense. The Flaming Fists are supposed to protect this good city, but they allow trash and vermin to take our homes and goods. Ach, die Oberschicht. Another visitor, I see. Listen, we keep letting the likes of you in. Soon, there'll be no room left for any of us true Baldarians. Alter, weißt du, wie ich mich gerade fühle? 2016 nach der Entscheidung von Merkel, Leute ins Land zu lassen. Balduria. Ja. Nur zu eurer Information. Ich würde die vier nehmen. Die vier finde ich super. Aber erstmal handeln. Ach, wow, armer Schlucker. Excuse me? I was born inside the city walls, a Baldarian through and through. Wherever you're from, clearly they don't teach manners. Och, nee, ich dachte, ich kann ihn hauen. Ich will nochmal mit ihm reden. You and I have no- okay, dann rede ich mit der anderen. Oh, gods. Not another protester. Go talk to Nesta if you must. I've got plenty on my plate with these mewling geese. Okay. Was ist denn ein Andenkenhausierer? Was? Was? Wer bist du? Ein Andenkenhausierer. Refugees, that is. You're a recent arrival for sure, still bearing dust from the road, but you have something they lack. Dignity. These wretches have nowhere to call home, nothing to live off but what they carry, and nobody to help them but themselves. And me, of course. Ist ein Andenkenhausierer ein Taschendieb? Möglich. Guck mal erstmal, was er zu verkaufen hat. Ein Zwergenwerfer. Oh, what? Das ist ein Hammer. Pass auf, der hat Zielsuchwaffe. Diese Waffe kehrt zu ihrem Besitzer zurück, wenn sie geworfen wurde. Schnee. Ha! Ha! Snow, der geht an dich. Und wir haben Zwergenwerfer. Ein Zwerg, der diesen Kriegshammer wirft, bewirkt zusätzlich 1-8 Wuchtschaden. Wenn es sich um ein großes, riesiges oder gigantisches Ziel handelt, bewirkt ein Treffer zusätzlich 2-16 Wuchtschaden. Aber dann bin ich meine komplette andere Tasche los, wenn er wieder zurückkommt. Kälteeinwurf. Warte mal, wie viel Geld habe ich denn gerade? Eigentlich ja genug, wa? Müssen wir Waren verkaufen. Vor allem im Zweifel, ne? Ich habe mein ganzes Zeug, mein ganzes Lager voll mit irgendwelchen magischen Gegenständen. Ja komm, ich kaufe den mal schon. Vor allem jetzt, da Gale sich nicht mehr in die Luft jagen muss. Ja gut, der hat ja auch eh nur 3-mal oder so genommen, also was soll's. Haben wir noch Tränke, die ich loswinde? Nö. Gut. Da könnt ihr im Übrigen gleich, wenn ich mit dem fertig bin, auch verkaufen. Der hat ja 2000 Gold. Nice. Der hatte vorher schon irgendwie 1000 irgendwas. Me? I lighten their load. You'd be shocked by the sort of things they bring with them. Gold and jewels, they can't easily exchange. Heirlooms, rarities, sentimental items. Even cremation urns. Alas, you cannot eat grandmother's ashes. Nor can you easily trade a golden candelabra for a bowl of soup. That is where I come in. Liquidity. Their heirlooms for my gold. Das heißt, Schnee kann gleich noch mehr verkaufen. Ach, der Typ betreibt also effektiv den örtlichen Pornshop. Ja. Ja. Deshalb steht er ja auch hier unten bei den Flüchtlingen. 50 Gold. Mehr kann ich nicht machen und ich mach Verlust dabei. 80 Gold, dann ist der Lappen gut bezahlt.
Die vier. Der Kerl ist aalglatt. Vielen Dank. Komm, geh doch. Difficult to get a good day's trade done when I'm expected to keep watch for Shadowheart at the same time. Oh. Who knows when she'll finally turn up. Hat sich gelohnt. Why don't you protect us instead of these scruffy outlanders? A pity more don't share your open mind. I always say it's just business, but some don't see it that way. Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Ich weiß nämlich nicht, was er von dir will. Darf ich vorher noch verkaufen? Ja, komm. geht mal Zeug verschäbeln. Ich schieb dir mal den Hammer zu. Wo ist er denn? Da. Holy shit. Sehr selten. Ah, das ist sogar eine schwere. Ja. Der gute Zwergenwerfer. Ich dachte erst, du musst Zwergen auf den Hammer werfen oder kannst damit Zwergen wegschubsen oder so. Cool, dann kann ich den loswerden. Wir haben damals in einem Pen and Paper haben wir Rassismus Zwergenwerfen gespielt. Du suchst den Zwerg und den wirfst du. Und wer am weitesten werfen kann, gewinnt. Hm. Funktioniert sehr gut. Da rennen so viele Kinder rum. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich beklaut werde. Aber vorne steht ein Friedenshüter. Achso, das ist Nestor. Das ist hier der Hauptmann. Okay. Mal, mit Shift konnte man sich da Leute ein... Moment. Mensch. Gehörten Mattis und Mörkon nicht für, zu den Jungs aus... aus der Grove? Nicht aus der Grove Street, sondern...